Ich begrüße Johannes Behmann ganz herzlich. Er wird uns jetzt einen Vortrag halten zu den Gütekriterien im forschenden Lernen. Herzlich an der Universität Münster, wo er eine Professur für allgemeine Erziehungswissenschaft bekleidet. Schon intensiv mit diesem Konzept oder Containerbegriff, wie wir es auch immer nennen möchten, beschäftigt, weil eben dort auch wie hier an der Humboldt-Universität forschendes Lernen Thema in der Lehrerkräftebildung ist. Er hat sich darüber hinaus in seiner Habilitation, die er hier an der Humboldt-Universität verfasst hatte, intensiv mit John Deweys Pragmatismus beschäftigt, ist also auch ein Experte in der Historiografie der Erziehungswissenschaft und insbesondere in der Pragmatismusforschung, muss man sagen. Und ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Frage nach den Steuerungsmechanismen im Bildungssystem, nach der Frage Wissen, ob Wissen wirkt, wie Wissen wirkt und ob Wissen das wirkt, diese Effekte hervorruft, die intendiert sind oder nicht Nebenfolgen, nicht intendierte Nebenfolgen von Steuerungen auftreten. Darin liegt auch ein wichtiger Schwerpunkt seiner Arbeit und einiger Forschungsprojekte. Jetzt freue ich mich, dass er uns hier etwas zum Thema Teacher as Researcher vorstellen will. Herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, danke Malte, danke für die Einladung, die nette Vorstellung. Sie merken, ich rede jetzt etwas mehr zum Thema im engeren Sinne, forschendes Lernen. Herr Neuweg hat ja einen sehr weiten Rahmen gesteckt, den ich schon auch einen thematisch passenden Rahmen sicherlich fand. Aber ich will mich jetzt gewissermaßen dieser Konjunktur des forschenden Lernens etwas genauer auch in kritischer Absicht zuwenden, die wir in den letzten Jahren erleben. In ganz unterschiedlichen Kontexten finden wir diese Konjunktur, beobachten wir diese Konjunktur, die inzwischen dazu geführt hat, dass tatsächlich auch dieses Konzept des forschenden Lernens recht diffus geworden ist. Es ist ein Containerbegriff geworden, zum Teil unter dem unterschiedliche Interessengruppen sich Unterschiedliches vorstellen können. Mir geht es auch stark, das sieht man an dem Fragezeichen, zunächst mal um eine Kritik des Konzepts Teacher as Researcher. Meine Intuition ist immer erstmal dagegen zu setzen, Teacher as Teacher wäre vielleicht eine gute Idee. In den letzten Jahren ist erneut das Konzept Teacher as Researcher prominent geworden, das ich hier ein bisschen kritisch hinterfragen möchte. Mir ist gleichwohl in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, dass allein kritische Analysen am Ende nicht sehr effektiv sind, wenn man nicht auch konstruktive Gegenangebote macht, also Alternativangebote. Und gerade das sollte auch von Seiten allgemeiner Erziehungswissenschaft unter anderem mitgeleistet werden, aus meiner Sicht. Deshalb habe ich mich mal eingelassen auf erste Überlegungen für Gütekriterien für forschendes Lernen im Praxissemester. Das ist Teil solcher konstruktiven Überlegungen möglicherweise vertretbaren und sinnvollen Verständnisses dieses Konzepts in der Lehrerbildung. Ich will mal beginnen, Ihnen unterschiedliche Kontexte anzudeuten, in dem dieses Konzept auftaucht. Wir haben ja hier auch unterschiedliche Experten wirklich für das Thema. Ich freue mich auch, dass Gabi Reinmann da ist. Ich weiß nicht, ob diese Übersicht auch noch weiter erweitert werden müsste. Zunächst mal fällt auf, forschendes Lernen wird verstanden in einem bestimmten Kontext als allgemeines hochschuldidaktisches Konzept, also in allen Fächern der Hochschullehre. Dann spezifischer als hochschuldidaktisches Konzept im Rahmen der Lehrerbildung. Dies ist aber noch sehr weit gefasst, da ist gewissermaßen, sind unterschiedliche Phasen der Lehrerbildung mit gemeint und unterschiedliche Formate. Noch spezifischer ist das dritte, als hochschuldidaktisches Konzept in Praxisphasen der Lehrerbildung. Und das beschäftigt uns insbesondere in den letzten Jahren
verstärkt. Und dazu will ich in meinem Vortrag etwas genauer auf diesen Aspekt werde ich mich beziehen. Und den vierten Kontext lasse ich hier ganz aus, nämlich inwiefern das forschende Lernen auch als schuldidaktisches Konzept verstanden wird. Zu all diesen Kontexten sind in den letzten Jahren auch Sammelbände vorgelegt worden. Daran können Sie sehen, dass dieses Konzept also in ganz unterschiedlichen Kontexten Konjunktur hat. Hier ist erstmal wichtig aus meiner Sicht, dass man diese Kontexte unterscheidet. Denn die Bedeutung forschenden Lernens kann schlechterdings nicht in allen Kontexten die gleiche sein, weil diese Kontexte spezifische Anforderungen enthalten. Die Hintergründe der Konjunktur würde ich jetzt zunächst mal von 1 bis 3 sind sicherlich, das wird immer wieder in der Literatur gesagt, die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge, in denen nämlich dem Anspruch nach ja die Verbindung von Wissenschafts- und Forschungsorientierung einerseits und Praxis- und Kompetenzorientierung andererseits geleistet werden soll. Das ist ja gerade der Anspruch der neuen Studiengänge. Und das forschende Lernen ist gewissermaßen ein solches hochschuldidaktisches Konzept, was eine solche Integration verspricht. Ob es sie leistet, ist noch eine andere Frage, aber es ist sicherlich ein wichtiger Hintergrund für diese Konjunktur. Ein besonderer Hintergrund der Aktualität von 3, also hochschuldidaktisches Konzept in Praxisphasen der Lehrerbildung, ist sicherlich die Einführung des Praxissemesters. Also man könnte sagen, es ist eine bildungspolitisch induzierte Konjunktur des forschenden Lernens im Rahmen der Reform der Lehrerbildung. Sie alle wissen, Anspruch dieser Reformen war verstärkt Praxisrelevanz der Lehrerbildung, auch bereits in der ersten Phase der Lehrerbildung einzuführen. Und man verspricht sich eben vom forschenden Lernen hier besondere Impulse in Richtung Praxisrelevanz, gleichzeitig aber eben auch Forschungsbezug. Das ist sozusagen diese Balance, die da geleistet werden soll. Wenn man jetzt mal den internationalen Kontext sich ganz kurz anschaut, dann haben wir erstmal gewaltige Übersetzungsprobleme, denn es scheint für diese enorme Konjunktur des Terminus im deutschsprachigen Raum, scheint es nicht so ohne weiteres, soweit ich das überblicken kann, ein Pendant im englischsprachigen Raum zu geben. Es gibt den Terminus Inquiry-Based Learning, der allerdings vor allem als schul- und hochschuldidaktisches Konzept verstanden wird, insbesondere in naturwissenschaftlichen Fächern. Ne, hier ganz nebenbei sei gesagt, auch John Hattie hat sich mit den Effektstärken übrigens von Inquiry-Based Learning befasst und denen nur geringe Effektstärken bescheinigt, also im Blick auf die Lernergebnisse von Schülern. Und interessant fand ich hier schon mal den Grund, den Hattie nennt. Er sagt nämlich, dieses Konzept wird viel zu früh eingeführt und aus seiner Sicht ist es erst dann sinnvoll, wenn bereits eine Basis fachlichen Lernens vorhanden ist, über die dann Forschung stattfinden kann. Aber das forschende Lernen gewissermaßen einzuführen ohne einen Inhalt, an dem man forschen kann, ist möglicherweise ein Grund für die Ineffektivität. Aber darüber soll es ja gar nicht gehen. Hier in meinem Vortrag, ich wollte Ihnen nur sagen, das ist zunächst mal ein Übersetzungsproblem. Wenn Sie jetzt im Kontext Lehrerbildung genauer gucken, international, dann fallen 2 unterschiedliche Kontexte auf, in denen Forschung in der Lehrerbildung betont wird. Der erste Kontext hatte vor allen Dingen Konjunktur in den 1970er und 80er Jahren, nämlich die Aktions- und Praxisforschung. Da kam das berühmte Schlagwort auf, Teacher as Researcher, Lawrence Stenhouse wurde eben schon genannt, John Eliot, ein Schüler von Stenhouse in Großbritannien, hatte dieses Konzept dann in der Lehrerbildung einen enormen Einfluss, kann man sagen, auch in Australien, auch in den USA, vielleicht etwas schwächer, aber durchaus eine internationale Rezeption hier, Aktions- und Praxisforschung in der Lehrerbildung, in dem dieses Bild aufkam. Was wurde darunter verstanden? Ich habe hier mal eine Definition von Carr und Chemis rausgesucht. Action Research is simply a form of self-reflective inquiry undertaken by participants in social situations in order to improve the rationality and justice of their own practices, their understanding of these practices and the situations in which the practices are carried out.
Interessant für mich fand ich den Hintergrund damals. Das entwickelte sich nämlich aus einer dezidierten Kritik an Outcomes-based, an dem sogenannten Outcomes-based Model of Teaching and Learning. Also schon seinerzeit hatte man in Großbritannien eine sehr starke Output-Orientierung, wie wir in Deutschland sagen würden. Man hatte Behavioral Objectives, also verhaltensorientierte Lernziele. Wir würden heute sagen kompetenzorientierte Lernziele. Damals ist im Grunde genommen alles vorweggenommen. Wer das noch mal liest, diese Diskussion in Großbritannien, glaubt ein Déjà-vu zu haben. Wir haben das sehr viel später hier gewissermaßen dann noch mal wiederholt. Die Diskussion war sehr ähnlich. Aber wichtig hier, Aktions- und Praxisforschung war ein Gegenakzent hier gegen ein Outcomes-based Model of Teaching and Learning. Jetzt ist interessant der zweite Kontext. Der ist jünger aus meiner Sicht und das ist auch ein persönlicher Anknüpfungspunkt für mich. Das ist nämlich die Wende zur evidenzbasierten Pädagogik in den 1990er Jahren. Evidenzbasierung, das Stichwort, was mich in anderen Kontexten beschäftigt hat, habe ich dann auch im Kontext der Lehrerbildung gefunden, nämlich wenn es darum geht, Teaching as a Research-Based Profession zu verstehen. David Hargreaves in Großbritannien war der große Protagonist, der schon recht früh, Sie sehen das, 1996 mit ganz wichtigen Papers da hervorgetreten ist und sogar von Evidence-Based Teaching gesprochen hat. Ne? Und wenn Sie jetzt mal schauen, wie Hargreaves das versteht, Research should provide decisive and conclusive evidence that if teachers do X rather than Y in their professional practice, there will be a significant and enduring improvement in outcome. Sie sehen also, wenn Sie diese beiden Kontexte vergleichen, dass die fast diametral entgegengesetzt sind. Also das, was Aktions- und Praxisforschung meint und evidenzbasierte Pädagogik, ist nicht ohne weiteres kompatibel. John Elliott hat in einem späten Paper genau sich diesem Thema nochmal zugewendet. Der hat nämlich schon mitbekommen, wie das plötzlich in Richtung evidenzbasierter Pädagogik neu kontextualisiert wurde, sozusagen, und hat sich so dezidiert dagegen ausgesprochen. Also das ist gewissermaßen es wurde in einen neuen Kontext gestellt. Das ist erstmal für den internationalen Kontext aus meiner Sicht wichtig zu unterscheiden. Zu beiden Kontexten habe ich persönlich insofern Anknüpfungspunkte, weil ich mich mit evidenzbasierter Pädagogik kritisch beschäftigt habe. Und der erste Teil, der geht im Übrigen zurück sehr stark auf pragmatistische Traditionen. Aktions- und Praxisforschung wird meistens auch bis John Dewey und den Pragmatismus zurückgeführt. Ja, genau. Jetzt würde ich mich etwas nach den Kontexten etwas näher den konzeptuellen und studienorganisatorischen Besonderheiten des forschenden Lernens im Praxissemester zuwenden. Also das ist dieser sehr spezifische Kontext. Ich will nicht über Lehrerbildung allgemein sprechen, wo man zum Beispiel über Fallarbeit dann sprechen könnte, die auch in universitären Seminaren stattfindet und da gewissermaßen forschendes Lernen an Fällen in der Fallarbeit. Soll nicht mein Thema sein, sondern ich will mich jetzt auf diesen sehr spezifischen Kontext der Praxisphasen konzentrieren, die durch die Einführung des Praxissemesters besondere Bedeutung bekommen haben. Und was wir hier finden, ist erstmal folgendes studienorganisatorisches, folgende Besonderheit: Es gibt eben zwei Anteile. Es gibt die sogenannten Praxisanteile, die aus eigenen Unterrichtsvorhaben bestehen. Das ist ich habe mich auch noch mal informiert, in Berlin ganz genauso. Dann gibt es Forschungsanteile in diesem Praxissemester, die nennen sich unterschiedlich. Bei uns in Nordrhein-Westfalen nennen die sich Studienprojekte, wovon in sozusagen der Ausbildungsregion Münster sogar drei Studienprojekte fällig sind. Das heißt, pro Studierender sozusagen drei solcher Mini-Forschungsprojekte müssen da durchgeführt werden. In anderen Bundesländern gibt es andere Termini. Hier heißt es offensichtlich Lernforschungsprojekt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eines. Das scheint mir schon mal sozusagen eine sinnvolle Reduktion zu sein. Aber Sie sehen schon, es gibt zwei ganz unterschiedliche Anteile, Ausbildungsanteile hier im Praxissemester, die nicht ohne weiteres
da sie einfach sozusagen im Praxissemester stattfinden, schon aufeinander bezogen sind. Das ist ein ganz großes Problem. Der Anspruch jedenfalls ist, forschendes Lernen soll irgendwie eine Verknüpfung von Forschung und Praxis herstellen. Und im Anschluss an Herrn Neuweg würde ich schon sagen, das forschende Lernen als Konzept folgt letztlich so einem Integrationsparadigma. Das kann man schon sagen, dem Anspruch nach. Ob das eingelöst wird, immer noch eine andere Frage. Was ist jetzt aber das Besondere dieser institutionellen Verortung des forschenden Lernens im Praxissemester? Aus meiner Sicht ist die wichtigste Besonderheit, dass Studierende ja im Praxissemester nicht nur Beobachter einer fremden Praxis sind, wie zum Beispiel in der Fallarbeit, das sind Fälle anderer, sondern sie sind dann ja selbst Teil der Praxis, die sie erforschen. Und diesem Umstand müsste forschendes Lernen im Praxissemester zunächst einmal Rechnung tragen. Also man könnte hier schon eine erste kritische Prüffrage stellen, nämlich inwiefern diese Lernforschungsprojekte überhaupt diesem Umstand Rechnung tragen, dass die Studierenden da Teil der Praxis sind. Oder ob das in diesen Lernforschungsprojekten gar keine Rolle spielt. Also wir können auch sagen, inwiefern tragen die Lernforschungsprojekte der reflexiven Struktur des forschenden Lernens in Praxisphasen Rechnung, also ne, weil sie sich sozusagen forschend reflexiv auf sich selbst und ihre Praxis, deren Teil sie sind, beziehen. Von da aus können wir kurz einen Blick werfen, wie Studierende eigentlich das forschende Lernen im Praxissemester wahrnehmen. Und das sieht ziemlich düster aus. Es gibt dazu inzwischen die allerersten bundesweiten Evaluationen, die meine Kollegin Ulrike Weiland mit Herrn Fichten vorgelegt hat. Die haben sich mal kommen lassen aus unterschiedlichen Bundesländern die Evaluationen zum Praxissemester. Und da kommt folgendes Bild der Tendenz nach heraus. Während das Praxissemester von den Befragten mehrheitlich positiv bewertet wird, wird das sogenannte Studienprojekt deutlich kritischer gesehen und ihm wird bisher wenig Relevanz beigemessen. Es ist aus Sicht der Studierenden kein wichtiger Bestandteil des Praxissemesters. 97,6% halten die Forschungsaufgabe für eher unwichtig oder völlig unwichtig. Das ist natürlich ein verheerendes Zeugnis. Also wo man jetzt sagen könnte, das Integrationsprojekt scheint hier irgendwie nicht ganz geglückt zu sein. Ne? Sonst würde dieses Integrationsversprechen aufgehen, wäre da die Bewertung vermutlich kaum so schlecht. Welche Schlussfolgerungen ziehen jetzt Fichten und Weiland daraus? Die sagen, nun gut, das ist nicht erfreulich, aber dann müssen wir eben die Bedeutung einer forschenden Grundhaltung für professionelle Berufsausübung den Studierenden stärker verdeutlichen, um eine größere Akzeptanz für das forschende Lernen zu erreichen. So, nach dem Motto, das forschende Lernen ist gut, die Prämisse scheint gesetzt zu sein, ist gut und sinnvoll. Und wenn das noch nicht so ankommt beim Publikum, dann muss halt dafür gesorgt werden, dass es so wahrgenommen wird. Das scheint mir ein bisschen sehr vordergründig als Schlussfolgerung. Ich würde alternativ anbieten, statt auf Seiten der Wissenschaft einfach von der Relevanz des forschenden Lernens auszugehen, wie so eine Prämisse, wären die Vorbehalte der Studierenden zunächst mal als Hinweis auf konzeptionelle und studienorganisatorische Probleme des forschenden Lernens im Praxissemester ernst zu nehmen und zu schauen, woher sie denn stammen, diese Vorbehalte. Und ich würde folgende konzeptionelle Probleme zunächst mal sehr grob ansprechen. Was meines Erachtens noch gar nicht hinreichend geleistet ist, ist zunächst mal die Forschung im Rahmen der Wissenschaft und das, was Forschung, das setze ich jetzt bewusst in Anführungszeichen, im Rahmen des forschenden Lernens im Praxissemester heißt, dass man das unterscheidet. Denn es ist kaum zu erwarten, dass Studierende in Lernforschungsprojekten gewissermaßen Standardforschung empirischer Sozial- und Bildungsforschung betreiben, sondern dass das ein spezieller Forschungstypus ist, wenn man überhaupt von Forschung sprechen möchte. Also diese Unterscheidung scheint mir noch völlig unterbelichtet zu sein. Das ist das Erste. Und daran direkt geknüpft ist die Frage der Gütekriterien. Ne? Sie alle kennen Gütekriterien für Standardforschung.
die müssen nicht identisch sein mit den Gütekriterien für Forschung im Rahmen des Forschenden Lernens im Praxissemester. Also da scheint mir noch Arbeit zu sein, diese Unterscheidung stärker zu machen. Von da aus will ich noch zwei studienorganisatorische Probleme benennen. Das erste, ganz klar, wie läuft überhaupt die Verknüpfung von Studienprojekten und eigenen Unterrichtsvorhaben? Läuft das nebeneinander her? Das heißt, die machen auf der einen Seite so ihre eigenen Unterrichtsvorhaben, die sie übrigens biografisch schwer beschäftigen, denn das ist der erste Punkt, wo sie in umfangreicherem, also im größeren Umfang eigenen Unterricht übernehmen. Für jeden Studierenden, Lehramtsstudierenden ist das etwas, was biografisch eine sehr spannende und aufregende Phase ist. In den Evaluationen wird das immer wieder gesagt, darauf habe ich mich gefreut. Ich war sehr gespannt, ob ich da bestehen kann. Darauf konzentriert sich die Aufmerksamkeit. So, und dann heißt es so sinngemäß, dann musste ich auch noch forschen. Und das hat mich irgendwie von dem, was mich eigentlich interessiert, abgebracht. Ne? Also hier, Sie haben hier in Berlin an der Humboldt so ein Paper, was diese Vorbehalte der Studierenden schon vorwegnimmt, ne? Und um sie im Grunde genommen zu entkräften. Ich würde die Vorbehalte der Studierenden noch stärker ernst nehmen, dass da ein ernsthaftes Problem hintersteckt, nämlich also auch studienorganisatorischer Art. Wie sind die eigentlich verknüpft? Eine ganz naheliegende Verknüpfung wäre ja folgende, dass das Studienprojekt sich auf die eigenen Unterrichtsvorhaben bezieht. Es ist aber keineswegs sozusagen obligatorisch. Das Studienprojekt kann sich irgendeinem Thema widmen. So. Zweiter Punkt, geht davon aus, dass wir ja ganz unterschiedliche Akteure haben. Also es ist ein sehr komplexes Setting. Das Forschende Lernen im Praxissemester ist ein sehr komplexes Setting, weil wir haben Dozenten der Begleitseminare, wir haben schulische Mentoren, wir haben unterschiedliche Lernorte, Universität und Schule. Und es ist keinesfalls gesichert, dass all diese Akteure eine gemeinsame Vorstellung davon überhaupt haben, welchen Sinn und Zweck das Forschende Lernen im Praxissemester denn hat. Ich weiß aus Münster, dass es kleinen Fächern, denen gelingt es relativ gut, mit den schulischen Mentoren in Kontakt zu treten und da tatsächlich mit denen im Vorfeld zu arbeiten, die einzuladen vorher an die Universität, um ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln. In großen Fächern wie der Germanistik ist es, also sagen mir dort Fachdidaktiker, scheinen das für die fast unmöglich zu sein. Wir haben eine Kunstakademie in Münster, wo auch eben Kunstdidaktiker sind. Die arbeiten mit ganz ausgewählten Schulen zusammen. Das sind immer konkrete Ansprechpartner. Die wurden lang im Vorfeld da eingebunden in diese Einführung des Konzepts Forschendes Lernen im Praxissemester. Da läuft es gut. So, diese ungelösten Probleme, wie geht man damit um, wenn man jetzt die ungelösten Probleme hat, die ich eben benannt habe, die sind noch längst nicht gelöst. Aber was passiert, solange man die nicht löst? Meistens passiert das hier. Das hat Hofer 2013 sehr gut auf den Punkt gebracht und ich kann Ihnen verraten, so läuft es auch in Münster. Viele Konzepte forschenden Lernens retten sich aus der Verlegenheit, indem sie sich unmittelbar an wissenschaftlichem Wissen orientieren und forschendes Lernen als Methodenkurs konzipieren. Der Grundlagen der erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Forschungsmethodik vermittelt. Damit unterstellen sie, dass Forschungsorientierung per se professionalisierend wirkt. Ja? Also in Münster bekommen die durch eine Vorlesung vorab sozusagen Grundlagen empirischer Sozial- und Bildungsforschung sehr ausgewählt. Sie können sich vorstellen, was für die Hauptfachstudenten ja ein mindestens zweisemestrige Einführung ist, ist hier reduziert worden auf ganz, ganz wenige Methoden, übrigens meistens quantitative Methoden. Ja, so. So geht man also mit ungelösten Problemen um, indem man eben ein studienorganisatorisch irgendwie eine administrierbare Form findet, nämlich eine Vorlesung, die man da vorschaltet. Dann werden Methoden vermittelt und diese Methoden werden dann im Praxissemester schlicht eingesetzt und angewendet. Und dann wird nachher geguckt, ob man die Methode korrekt angewendet hat.
Dann gibt es gelegentlich geradezu einen Missbrauch des forschenden Lernens von universitärer Seite. Das ist jetzt mehr anekdotischer Art, aber ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie noch andere Anekdoten aus in dieser Richtung. Manchmal werden die Studierenden geradezu genutzt, gewissermaßen ihr Feldzugang. Die sind ja dann im Feld und dann denken sich manche Dozenten, ja, ist ja wunderbar, die können wir doch nutzen für Datenerhebung im Rahmen von eigenen Forschungsprojekten, also der Standardforschung, die Dozenten ohnehin betreiben. Da sind die doch schon mal im Feld, wie wunderbar, dann sind die wie so kleine Datenbienen, die dann da Daten einsammeln und nach Hause tragen, sozusagen, sodass sie dann zu Hause ausgewertet werden können. Übrigens, da wird dann meist die Fragestellung einfach schon vorgegeben, das ist nämlich die Fragestellung des Forschungsprojekts des Dozenten. Und die Methode wird auch vorgegeben. Interessant dabei, viele Studierende finden das gar nicht schlecht, weil die sind so irritiert durch, was soll das alles, dieses Forschende lernen? Sag mir, was ich tun soll, diese Fragestellung. Sag mir, wie das geht, folgende Methode. Dann mache ich das und am Ende liefere ich das gewünschte Ergebnis. Also die Akzeptanz der Studierenden eines solchen Modells ist gar nicht mal schlecht. Sie ist allerdings natürlich problematisch. Komme ich am Ende nochmal drauf zurück. Dann, dass es auf der schulischen Seite auch ein verbreitetes Unverständnis gibt für das forschende Lernen, das sage ich Ihnen jetzt auch nur anekdotisch basiert. Ich kann das habe dazu jetzt keinen empirischen Belege, aber Mentoren fehlt eben häufig ein Verständnis für den Sinn und Zweck des forschenden Lernens. Und der Umfang allein schon der eigenen Unterrichtsvorhaben ist oftmals so groß, dass dem forschenden Lernen eigentlich gar nicht der ausreichende Raum gegeben wird. Und das sind schon studienorganisatorische Probleme, die im Grunde genommen das Konzept im Ansatz fast zum Scheitern verurteilen, könnte man sagen. Gut, von da aus will ich jetzt mal mich dieser Problematik widmen, nochmal genau diesen Begriff anzugucken, forschendes Lernen. Das ist ja eigentlich eine Verknüpfung zweier in sich vieldeutiger Prozesse. Forschung und Lernen. Beide Begriffe sind in sich vieldeutig. Ich beginne mal mit dem Begriff Forschung. Was ist im Rahmen des forschenden Lernens eigentlich mit Forschung gemeint? Ist das Standardverständnis empirischer Sozial- und Bildungsforschung? Ich hatte gerade gesagt, wenn man so eine Methodenvorlesung macht, ist es das meist? Ist das evidenzbasierte Bildungsforschung? Die schleicht sich da übrigens sehr schnell ein, weil wenn quantitative Methoden hier im Vordergrund stehen, dann wird im Grunde genommen die Evaluation von Maßnahmen eingeübt. Wie evaluiere ich Interventionen und Maßnahmen? Wie evaluiere ich die Effekte von Maßnahmen? Und dann sind wir sozusagen sehr nah bei evidenzbasierter Bildungsforschung und Evaluationsforschung, die allerdings interessanterweise jetzt nicht Aufgabe der Wissenschaft ist, sondern gewissermaßen an die Lehrkräfte delegiert wird. Die Lehrkräfte sollen jetzt evidenzbasierte Bildungsforschung machen im Feld. Also das könnte das erste Verständnis von Forschung sein und meiner Ansicht nach ist das Dominante, was sich gewissermaßen eingeschlichen hat, jetzt in der tatsächlichen Administrierung und Umsetzung des forschenden Lernens im Praxissemester. Man könnte natürlich Forschung auch ganz anders verstehen. Man könnte an Aktions- und Praxisforschung, an Lehrerforschung denken. Man könnte an entwicklungsorientierte Bildungsforschung denken. Gabi Reinmann hat da ja viele Arbeiten zu gemacht. Die würde übrigens besonders betonen, einen Aspekt, den wir eben schon mal hatten, dass es ja im Lehrerhandeln vor allen Dingen auch um eine Gestaltung einer Praxis geht. Also nicht nur sozusagen ja, eine Praxis, wie sie ist, fortsetzen können, sondern sie gewissermaßen kreativ gestalten können. Also der zukunftsorientierte und gestaltungsorientierte Aspekt würde da deutlich. Während diese oberen Verständnisse, die richten sich auf etwas, was schon passiert ist. Die richten sich im Grunde genommen auf einen Ist-Zustand oder auf einen schon vergangenen Zustand. Man könnte auch an phänomenologische Praxisforschung denken. Hier der Sammelband von Malte Brinkmann zu pädagogischer Erfahrung. Da gibt es Beiträge, die so etwas andeuten, wie das auch aus der Sicht der Phänomenologie beschrieben werden kann. Also Sie sehen,
wenn wir von forschendem Lernen sprechen und der Terminus Forschung ist in sich so vieldeutig, das ist uns natürlich als Wissenschaftlern klar, aber wir müssten erstmal eine Klarheit darüber gewinnen, welchen Begriff von Forschung wir da überhaupt ansetzen im forschenden Lernen. Das geschieht oft gar nicht. Ne? Und hier nenne ich nur mal so ein paar Punkte, die da dann im Spiel sind, auch in der Diskussion. Ist das Forschung über den Lehrerberuf oder ist das Forschung im Lehrerberuf? Ist schon mal ein Riesenunterschied. Ne? Was ist das Ziel? Will ich Research Literate Teachers oder will ich Research Active Teachers haben am Ende? Das erste meint, das sollen Lehrer sein, die sollen Forschungspapers lesen können oder die sollen PISA-Studien lesen können oder VERA-Ergebnisse, differenzierte VERA-Ergebnisse lesen können. Das nennt sich übrigens neuerdings auch Datenkompetenz von Lehrern. Lehrer sollen datenkompetent sein. Ne? Das ist Research Literate. Oder gehe ich weiter? Will ich auch Research Active Teachers? Also sollen die eigenständig auch forschen lernen? Das ist schon mal eine Diskussion, die auch geklärt werden muss. Ist meines Erachtens hier an diesem Punkt noch nicht sofort geklärt. Braucht es überhaupt Forschung im Lehrerberuf, wäre die radikalste Frage. Welche Forschung braucht es im Lehrerberuf? Vermutlich nicht einfach irgendeine Forschung. Ne? Und wenn wir an die Phänomenologie denken, dann müsste man sogar gewarnt sein, dass Forschung nämlich für die Klärung der Erfahrung ja auch hinderlich sein kann. Also der bloße Bezug auf Forschung und auf Ergebnisse von Forschung kann geradezu auch von der Erfahrung ablenken. Das heißt also, das bloße Lob der Forschung, Teacher as Researcher, pauschal, ohne zu sagen, welche Art von Forschung denn, ist völlig unangebracht und kann sogar kontraproduktiv sein. Das zum Begriff Forschung. Jetzt noch eine Folie zum Begriff Lernen. Natürlich ist der Begriff des Lernens ebenso vieldeutig. Und wir tun so, wenn wir den Terminus hören, forschendes Lernen, ja, es ist so, wir wissen, was gemeint ist, aber keinesfalls. Das Erste ist, wenn man mal fragt, was soll denn da gelernt werden? Sollen Handlungskompetenzen erlernt werden? Also sollen die unterrichten lernen? Eher nicht. Das forschende Lernen führt nicht unbedingt dazu, dass die dann unterrichten können. Meistens ist die Rede von Reflexionskompetenzen, also die lernen, Unterricht zu reflektieren. Oder gar ganz explizit, sie erlernen Forschungskompetenzen. Das wäre dann tatsächlich einschließlich forschungsmethodischer Kompetenzen. Oder sehr psychologisch definiert jetzt metakognitive Reflexionsfähigkeit ist das, was da gelernt werden soll. Und dann wird auch von sukzessivem Kompetenzaufbau gesprochen. Also Sie sehen, da ist ein Lernbegriff im Sattel bereits, der sozusagen sehr stark pädagogisch-psychologisch geprägt ist. Und der keineswegs selbstverständlich ist. Jetzt biete ich Ihnen nämlich eine Alternative an, wenigstens kurz, man muss immer Alternativen kennen, die nicht erschöpfend sind, aber dass man eben ein bestimmtes Angebot nicht einfach als selbstverständlich hinnimmt. Man könnte ja auch Lernen als Erfahrung verstehen, im Anschluss an Buck oder Meyer-Drawe. Auch im englischsprachigen Raum ist das durchaus vorhanden. Oder man könnte Lernen stärker berufsbiografisch sehen, wie man überhaupt Lehrer wird, sozusagen. Ne? Die Berufsbiografie von Lehrern. Und da ist natürlich die eigene Person sehr stark involviert. Und das ist mehr als bloß metakognitive Reflexionsfähigkeit. Ne? Sodass der Lernbegriff hier in sich vieldeutig ist und einer Klärung bedürfte, von welchem Lernen sprechen wir eigentlich, wenn wir vom forschenden Lernen sprechen. Ja, so, und das sind so Themen und Streitpunkte, die da meines Erachtens im Spiel sind. Versteht man Lernen als kumulativen Prozess? Das ist der sukzessive Kompetenzaufbau. Hört sich natürlich toll an und würden wir als Lehrerbildner natürlich alle gerne hinbekommen. Aber oftmals sind Lernprozesse eher iterative Prozesse der immer erneuten Wiederaufnahme und auch darin Veränderung. Versteht man Lernen als Hinzulernen oder Lernen als Umlernen? Versteht man Lernen eher individualtheoretisch? Da deuten solche Begriffe wie Kompetenzentwicklung, forschende Grundhaltung hin. Das ist die Grundhaltung des Einzelnen. Oder verstehe ich Lernen eher sozialtheoretisch, nämlich als einen kollektiven Prozess der Gestaltung und Reflexion von Praxis?
Und wie verstehe ich am Ende übrigens auch Reflexion? Verstehe ich das als souveränen Prozess der Objektivierung von Erfahrung oder verstehe ich Reflexion als nicht souveränen Prozess der Befragung von Erfahrung? Wie das in der Phänomenologie eher der Fall ist, bei Meyer-Drawe, die sagt, die eigene Erfahrung wird zwar befragt, aber sie entzieht sich auch immer gleichzeitig der Objektivierung. Ja, so. Und schon hat man da eine Differenzierung hineingebracht, wo man Präzisierung vornehmen würde. Von welchem Lernen sprechen wir, wenn wir das forschende Lernen hochschuldidaktisch artikulieren und institutionalisieren? Und das ist meines Erachtens keineswegs schon ausgemacht. Ja, ich will von da aus Sie hinweisen darauf, dass je nachdem, wie man das forschende Lernen jetzt versteht, und ich hatte Ihnen ja unterschiedliche Deutungen schon angeboten, dass dieses gegenstandsformierende Effekte haben kann. Also meine These wäre, Konzepte forschenden Lernens sind nicht neutral gegenüber einem Verständnis von Unterricht, pädagogischer Professionalität und Erziehung. Also ein bestimmtes Konzept forschenden Lernens legt vielmehr ein bestimmtes Verständnis von Unterricht, pädagogischer Professionalität und Erziehung nahe und schließt andere eher aus. Und diese gegenstandsformierenden Effekte, die bleiben häufig implizit. Da wird einfach eine Methodenvorlesung gemacht. Inwiefern aber eine Methode auch den Gegenstand, der mit dieser Methode erforscht wird, bereits formiert, den Blick auf den Gegenstand, wird nicht unbedingt mit in diesen Methodenvorlesungen, soweit ich das Curriculum da einsehen konnte, mitreflektiert. Also was Not tut, das sage ich natürlich auch ein bisschen als Vertreter allgemeiner Erziehungswissenschaft, ist eine explizite gegenstandstheoretische Vergewisserung über Unterricht, pädagogische Professionalität und Erziehung. Und die würde sozusagen folgende Fragen zumindest mit thematisieren, also Theorie des Unterrichts. Was macht die Praxis des Lehrerberufs aus und welche Rolle spielt gegebenenfalls Forschung darin? Also die Praxis des Unterrichtens, die Praxis der Schulentwicklung könnte man noch dazu nehmen als Gestaltung der Rahmenbedingungen des Unterrichts. Ne? Also wenn man wie Hargreaves von Teaching as a Research-Based Profession spricht, da müsste man klären, inwiefern gehört das denn zur Praxis des Lehrerberufs. In diesem Fall sozusagen, das müsste im Rahmen einer Theorie des Unterrichts geklärt werden. Theorie pädagogischer Professionalität. Was macht eigentlich pädagogische Professionalität aus und welche Rolle spielt gegebenenfalls Forschung darin? Übrigens, mit diesem gegebenenfalls will ich Ihnen sagen, ich bin keineswegs davon einfach schon von Anfang an pauschal überzeugt, dass das so ist, ne? Sondern das würde ich als offene Frage erstmal stellen. Wenn Sie sich die Kontroverse in Großbritannien etwa angucken über New Professionalism, dann ist das natürlich schon bereits ein Verständnis von Lehrerprofessionalität, wo diese Forschungskompetenzen schon eingebaut werden. Also das sind diese datenkompetenten Lehrer, die neue Evaluationssysteme, Rückmeldesysteme lesen und verstehen und deuten können und daraus Rückschlüsse für ihr Handeln ziehen. Das sind die Lehrer, wie man sie sich heute wünscht. Datenkompetente Lehrer, ne? Und das nennt sich dann New Professionalism. Ja, wenn Sie das natürlich so verstehen, Lehrerprofessionalität, dann sind Sie einem bestimmten Verständnis forschenden Lernens natürlich schon sehr nah. Wenn Sie unter Lehrerprofessionalität noch etwas anderes verstehen wollen, müssten Sie das sozusagen explizit ausweisen. Der weiteste Kontext wäre sicherlich eine allgemeine Theorie der Erziehung. Die müsste klären, was macht die Praxis des Erziehens im Allgemeinen aus und welche Rolle spielt gegebenenfalls Forschung darin. Walter Herzog hat ja davon von einem Produktionsmodell von Erziehung kritisch gesprochen. Wenn Sie das unter Erziehung verstehen, Erziehung ist die Produktion von Lernergebnissen, ja, dann können Sie Forschung in einem bestimmten Sinn für sinnvoll halten, nämlich Forschung ist die ständige Evaluation ihrer Effekte auf das Lernen. Wenn Sie aber unter Erziehung ein anspruchsvolleres Verständnis haben, ne, also etwa Aufforderung zur Selbsttätigkeit, wenn ich an Herrn Benner anknüpfe oder an unsere Tradition Hervorlocken von Selbsttätigkeit oder autonomiebezogenes Erziehung als eine autonomiebezogene Praxis, dann kämen Sie zu ganz anderen Ergebnissen und dann müssten Sie klären, inwiefern, wenn überhaupt, Forschung darin dann eine Rolle spielt. Gerd Biester hat in einem
neuen Buch The Rediscovery of Teaching, ein wunderbares Kapitel dazu, What is the Educational Task? Sowas muss man sich erstmal fragen, bevor man eigentlich sinnvollerweise klären kann, welche Rolle hat forschendes Lernen jetzt im Lehrerberuf. Ja, ich will von da aus, ich komme jetzt auch sozusagen schon zum letzten Teil meines Vortrags, ein bisschen was sagen zur Zielperspektive des forschenden Lernens im Praxissemester. Ulrike Weiland und ich, also meine Kollegin in Münster, wir haben uns versucht, mal so einer konstruktiven Wendung, also weg von der reinen Kritik, ne, das ist auch, da sollte die allgemeine Erziehungswissenschaft auch mit beschäftigt sein, aber vielleicht nicht nur, weil sie sonst irgendwie so, sonst sagt Heinz-Elmar Tenort etwa, der einzige Beitrag der allgemeinen Erziehungswissenschaft ist, sie trägt zur Verschwierigung der Debatte bei, hat er mal gesagt. Das war natürlich sehr, sehr gehässig, in ausgesuchte Gehässigkeit. Damit es aber nicht nur eine Verschwierigung bleibt, sondern auch konstruktive Angebote dabei rauskommen, will ich Ihnen sozusagen jetzt da ein ganz paar, aber es sind sozusagen erste Überlegungen. Wir haben eine Formel angeboten, was könnte forschendes Lernen im Praxissemester, welche übergeordnete Zielperspektive könnte sie haben, könnte das forschende Lernen haben. Und unserer Meinung nach, was wir da angeboten haben, war die Formel Methodisierung der Praxisreflexion. Und das bedeutet, dass das forschende Lernen anknüpft an Reflexionsprozesse, die zum Lehrerhandeln ohnehin dazu gehören. Also das ist nichts Künstliches, was Lehrer sonst niemals täten. Sie gehören zum Lehrerhandeln hinzu, aber nicht immer geschehen sie in einer methodisierten, das heißt systematischen und strukturierten Weise. Ja? Und manchmal sind auch gar nicht die Räume dafür da, genau dieses so zu tun. Ich würde jetzt in neueren Überlegungen auch angeregt durch die Arbeiten von Malte Brinkmann und hier ja, die Tagungen, die hier in Berlin stattgefunden haben zum Phänomenologie, vielleicht sogar das noch ein bisschen präzisieren. Nämlich man könnte als Formel auch anbieten, dass forschende Lernen dient, übergeordnet einer Methodisierung der Reflexion pädagogischer Erfahrung. Das hätte nämlich noch folgenden Vorteil, wenn man nicht von dem Praxisbegriff ausgeht, sondern von dem Erfahrungsbegriff, dann hätte man von vornherein stärker das Missverständnis begegnet, die Praxis sei etwas bloß Äußerliches. Die Reflexion pädagogischer Erfahrung ist nie rein äußerlich, sondern hat immer auch ein subjektives Moment, was befragt wird. Also wir wissen das nicht nur aus der Phänomenologie, sondern auch aus dem Pragmatismus, dass Erfahrung ja ein antidualistisches Konzept ist. Erfahrung ist subjektiv und objektiv, Erfahrung ist individuell und kollektiv, sie ist aktiv und passiv, sie ist implizit und explizit und sie ist strukturiert durch Vergangenheit, ne, und strukturierend im Blick auf Zukunft. Und das scheint mir erstmal eine übergeordnete Formel zu sein, die ich so als Angebot machen würde. Wozu dient eigentlich das forschende Lernen im Praxissemester? Es dient der Methodisierung der Reflexion pädagogischer Erfahrung oder könnte dazu dienen. Und von da aus will ich jetzt ein paar Gütekriterien mit Ihnen oder Ihnen anbieten zur Diskussion. Die sind allerdings sozusagen noch nicht publiziert und da wäre ich gespannt, wie das bei Ihnen aufgenommen wird. Also anknüpfend an den Begriff pädagogische Erfahrung würde hier die Notwendigkeit zunächst mal festzuhalten sein, dass wir eine reflexive Methodologie brauchen. Das heißt, wir brauchen Methoden, die überhaupt diesem reflexiven Moment von Praxisforschung Rechnung tragen. Und meines Erachtens sind die Standardmethoden empirischer Sozial- und Bildungsforschung, die sind hier nicht geeignet, weil sie nämlich gewissermaßen Forschung aus der Theaterperspektive betreiben, aus der reinen Beobachterperspektive. John Dewey hat das ja Spectator Theory of Knowledge genannt. Und genau diese Methoden scheinen mir diesem reflexiven Moment von Praxisforschung nur unzureichend Rechnung zu tragen. Wichtig jetzt, wer so viel über Reflexivität spricht, das ist auch verführerisch, auch ein weiterer sozusagen Containerbegriff vielleicht, der muss sich nochmal klar machen, es geht hier nicht um souveräne Selbstobjektivierung, sondern eine Befragung der eigenen Erfahrung, die sich eine Objektivierung immer auch entzieht. Diese Momente des Entzugs müssten hier sozusagen selber mit
auch einen Raum bekommen, methodologisch auch eingefangen werden. Von da aus habe ich jetzt mal versucht, diese Standardgütekriterien für Standardforschung, Sie kennen sie alle, Validität, Reliabilität und Objektivität, jetzt hier mit einem großen Fragezeichen versehen. Und jetzt sozusagen Übersetzungsversuche. Ich mache jetzt Übersetzungsversuche, wie man diese Kriterien übersetzen könnte in Gütekriterien für forschendes Lernen. Also anknüpfend an das, was standardmäßig Konstruktvalidität genannt wird, könnte man sagen, zunächst mal, es geht um die methodische Befragung pädagogischer Erfahrung und nicht um die Überprüfung von Theorien. Also was ist überhaupt der Gegenstand? Was ist das Konstrukt, was hier erforscht wird, lernend erforscht wird? Und darüber muss erstmal Klarheit sein. Es ist nicht die Überprüfung von wissenschaftlichen Theorien, sondern es wäre sozusagen, der Gegenstand ist die pädagogische Erfahrung selbst. Das wäre unter Konstruktvalidität erstmal zu prüfen. Übrigens jedes Studienprojekt, jedes Lernforschungsprojekt, da müsste man erstmal fragen, was ist das Konstrukt, was da beforscht wird. Dann anknüpfend an das, was interne Validität genannt wird, könnte man folgende Übersetzung anbieten. Forschendes Lernen führt weder zur Abwertung pädagogischer Erfahrung noch zu ihrer bloßen Bestätigung, sondern zu einer Vertiefung, Klärung und Perspektivierung pädagogischer Erfahrung. Und jetzt kämen riskante Begriffe, die hier, also Authentizität etwa, Norm Friesen in einem neueren Text über den pädagogischen Takt und Heinrich Mintrop spricht auch von Authentizität und Integrität, übrigens habe ich hier noch vergessen mit aufzunehmen. Das wäre die interne Validität gewissermaßen, hier halte ich das so übersetzt, dass es gewissermaßen für den, der pädagogische Erfahrung macht, selbst gilt jetzt hier. Die externe Validität, ein Übersetzungsangebot würde hier heißen, forschendes Lernen hat Bedeutung für Dritte, das sagt auch Huber, Ludwig Huber. Aber welche Dritten sind das? Es ist ja nicht die Wissenschaft. Diese Erträge dieser Lernforschungsprojekte, die sind nicht irgendwie neue Sensationen für die Wissenschaft selber. Sie müssen vielmehr diese Dritten, das sind die Peers, die professionellen Peers, und man könnte sagen, anknüpfend an Ihren Vortrag, Herr Norweg, die Validierung durch Experten steht hier an. Also gewissermaßen eine Art ökologische Validität dieser Ergebnisse von Lernforschungsprojekten, die mit den Peers geprüft und validiert werden müssten. Das wäre mein Übersetzungsvorschlag für Validität. Reliabilität, großes Fragezeichen. Also nicht, dass Sie das missverstehen. Das Standardverständnis ist hier überhaupt nicht sozusagen anwendbar. Forschendes Lernen ist ja nicht wiederholbar. Wie übrigens biografische Lernprozesse generell nicht wiederholbar sind. Also Reliabilität in einem strengen Sinne von Replizierbarkeit oder so, das kann hier nicht gemeint sein, weil schon Lernprozesse nicht replizierbar sind. Man lernt nicht zweimal das Gleiche. Man müsste vielmehr hinweisen auf die iterative Struktur des forschenden Lernens, wo eben Wiederholung und Variation miteinander verknüpft sind. Forschendes Lernen ist nicht nur Lernen über Praxis, sondern Lernen in Praxis. Und hier würde ich einen Begriff aufnehmen von Stephen Chemis, nämlich den der Praxistraditionen. Praxis ist nie geschichtslos, wir hatten das eben auch schon mal, sondern Praxistraditionen bieten immer schon Deutungsangebote für pädagogische Erfahrung. Ne? Und dieses wäre im Zuge sozusagen dieser Iterationen mitzudenken. Also welche Praxistradition wird denn iteriert? Und iteriert meint nicht einfach bloß kopiert, sondern wird sozusagen aktiv aufgenommen und reinterpretiert. Ja? Dies wäre hier meines Erachtens eine wichtige Frage. Letztens noch Objektivität. Auch hier das Standardverständnis trifft überhaupt nicht zu. Es wäre sozusagen irreführend, eine Art Unabhängigkeit vom Forschenden hier zu verlangen. Ebenso irreführend wäre allerdings, forschendes Lernen als etwas bloß Subjektives zu sehen, ein bloß subjektives Erleben. Ja? Es gibt nämlich Momente mindestens der Verobjektivierung in einem schwachen Sinne im forschenden Lernen und die würde ich nämlich sehen im Zeigen und Wiederzeigen pädagogischer Erfahrung. Sonst wäre übrigens pädagogische Erfahrung auch didaktisch überhaupt nicht artikulierbar. Sie können pädagogische Erfahrung tatsächlich zeigen
und wieder zeigen. Auch sozusagen Lernende in der Lehrerbildung können dies wieder zeigen. Und das verweist auf einen Moment der Verobjektivierung. Und da, so würde ich das hier interpretieren, das Kriterium der Objektivität. Schließlich gibt es sowas wie eine intersubjektive Kommunizierbarkeit pädagogischer Erfahrung, allerdings in der Differenz von Sagen und Zeigen. Also nicht einfach einer bloßen Verbalisierung, einer nachträglichen Verbalisierung, die die Erfahrung schon gar nicht mehr einholt, sondern einer Differenz eben von verbalisierbaren Aspekten, die aber nie sozusagen das tatsächlich erschöpfen können, was ich zeigen kann an pädagogischer Erfahrung. So, ich komme von da aus zur letzten Folie, ein Resümee. Ich würde zunächst mal an die intendierten Ziele des forschenden Lernens denken. Ob die überhaupt erreicht werden, das ist bislang nur wenig erforscht. Also der Beitrag zur Professionalisierung etwa, die Entwicklung einer forschenden Grundhaltung, wie das so oft heißt. Also übrigens auch sehr komplizierte Designs, die da erforderlich werden, um das tatsächlich zu erforschen. Wie will man eine forschende Grundhaltung, die sich dann später im Lehrerberuf vielleicht irgendwie stabilisiert, wie will man die zurückführen tatsächlich auch auf forschendes Lernen im Praxissemester oder Ähnliches? Sehr schwierig. Die intendierten Ziele sind aus meiner Sicht wenig erforscht. Was man hat, sind eben Evaluationen, die aber stark an Akzeptanzfragen orientiert sind und ohne grundlagentheoretische Vergewisserung auskommen. Man fragt die Studierenden, wie nehmen sie das wahr? Und dann sagen die 97% sagen, dass der Forschungsanteil ist aus meiner Sicht irgendwie wenig bedeutsam. Ne? Also sind Evaluationen eigentlich ohne solche von mir angedeuteten grundlagentheoretischen Vergewisserungen. Und ich würde sagen, wenn man sich nur auf die Akzeptanz von Studierenden konzentriert, dann ist noch etwas anderes die Gefahr, nämlich in eine Akzeptanzfalle zu geraten. Einfach nur Akzeptanz erhöhen könnte genau das Gegenteil von dem sein, was Not tut. Also was man dann nämlich zum Beispiel macht, viele Studierende begrüßen das ja, ich sagte das, sagt mir, welche Frage ich beforschen soll, sagt mir, welche Methode ich zum Einsatz bringen soll, ich mache es. Und wenn das dann forschendes Lernen sein soll, dann mag das zwar irgendwie gelingen im Rahmen eines Praxissemesters, aber es wäre sozusagen eine äußerst trivialisierte Form, die sich dann durchsetzt, die am Ende vielleicht Akzeptanz im Sinne von Entlastung von Unsicherheit hat bei Studierenden. Das zu den intendierten Zielen. Und das Letzte, was ich sagen will, das scheint mir eigentlich das für mich Interessantere noch fast am forschenden Lernen zu sein, nämlich die latenten Funktionen des forschenden Lernens. Es könnte nämlich um Folgendes gehen. Was im Rahmen des forschenden Lernens sich bundesweit an diesen unterschiedlichen Standorten für Lehrerbildung so ganz sukzessive vielleicht einspielt, latent, ist eine Normalisierung eines durch die Einübung bestimmter Forschungsmethoden nahegelegten Blicks auf das Pädagogische. Also das sind diese impliziten, gegenstandsformierenden Effekte von Forschungsmethoden. So, das scheint mir sozusagen eine interessante Paradoxie unseres Themas zu sein. Denn es könnte am Ende so sein, dass die nachhaltigsten Wirkungen gar nicht auf intendierter Ebene sind, sondern die nachhaltigsten Wirkungen des forschenden Lernens könnten möglicherweise auf der Ebene eben einer impliziten Übernahme eines Produktionsmodells von Erziehung sein, in dem sich sozusagen solche eine Art von trivialisierter Evaluationsforschung durchsetzt und damit einen bestimmten Blick auf das Pädagogische formiert. Und das wäre sozusagen eine traurige Bilanz, wenn das so wäre. Und weil die Gefahr groß ist, dass es so ist, müssten wir konstruktive Gegenentwürfe machen. Vielen Dank.